Mindener Tageblatt. Bunte Farben, indonesische Klänge und exotische Düfte. Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe und seine Frau Nadja haben am Donnerstag die 14. Landpartie eröffnet. Noch bis Sonntag öffnet das Schloss Bückeburg unter dem Motto Wonderful Indonesia seine Tore. Ja, schönen guten Morgen. Wir sind ja auf der 14. Landpartie. Was erwartet die Besucher an diesem Wochenende? Also die Besucher erwartet eine farbenfrohe Landpartie. Wir haben ganz, ganz viele Farben aus Indonesien hierher geholt in Form von Kostümen, Mode, ein ganz buntes Programm. Es wird getanzt, es wird musiziert und die ganzen schönen indonesischen Frauen und Männer sind hier alle in einer Delegation von 60 Leuten hier zusammengefunden, um uns Indonesien ein bisschen näher zu bringen. Was sollte man auf dieser Landpartie auf keinen Fall verpassen? Man sollte auf keinen Fall verpassen, diese Moden schauen, weil die werden von Jakarta Moden Fashion Week. Da gibt es eine ganz bekannte Modenschau wie in Paris. Und da kommen die tollsten Designer. Und da haben wir eine Modenschau immer um 12.30 Uhr. Und das ist sensationell. Der Fürst sagt, es wird die schönste Landpartie aller Zeiten. Warum? Ja, weil es ist farbenprächtig. Und wenn Sie die Indonesier, die feinen Indonesier, einmal kennenlernen, es ist wirklich, es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Es ist sehr schön dekoriert. Wir haben ein Sarong-Restaurant, wir haben ein Java-Café. Man kann also auch die Spezialitäten in Form von Essen dann mal probieren. Und all das ist hier vertreten.